Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen kommen zu Wort. Ich habe zwar endlich einen festen Job, aber an Familie ist bei dem bisschen Geld nicht zu denken. Und Rente, sehr witzig. In unserem Callcenter ist es verboten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die wissen nämlich ganz genau, dass sie uns für ein Apfel und ein Ei abhalten. Das Bild wird von Händen in schwarzen Handschuhen zerknüllt. Ein richtiger Schritt wäre es, das Rentensystem gerechter zu machen. Dass wirklich alle in die Kasse einzahlen, auch Beamte und Selbstständige. Die Rente soll ja schließlich zum mehr reichen als nur zum Überleben. Und wenn ich an meine Kinder und Enkel... Dem Mann wird der Mund zugeklebt. Eine junge Mutter mit Sohn. Ein Spielzeugauto flitzt um sie herum. Karriere mit Kind? Vergiss es. Wir brauchen endlich vernünftige Arbeitszeiten und Kita-Plätze. Es ist doch absurd, dass für ein scheiß Betreuungsgeld Millionen rausgeschmissen werden, aber für Kita-Plätze kein Geld da sein soll. Ein Mann mit Migrationshintergrund im OP-Anzug stoppt das Auto mit dem Fuß. Es darf nicht sein, dass Privatpatienten im Krankenhaus besser behandelt werden. Das müsste man doch gesetzlich regeln. Da könnte die Politik... Wasser klatscht auf seinen Kopf. Die junge Frau vom Anfang wirft ihm ein Handtuch zu. Es geht doch nur noch um Gewinne und um Profite. Und es wird überhaupt nicht danach geguckt, ob dabei jemand auf der Strecke bleibt. Ich will eine Gesellschaft, in der alle was vom Reichtum haben. Schemenhafte Gestalten in den Farben der verschiedenen Parteien laufen durchs Bild. Leistung muss sich lohnen. Schluss sein mit der Verschuldungspolitik. Wir wollen die menschliche soziale Marktwirtschaft. Texteinblendungen, damit ihre Probleme ernst genommen werden. Die Linke. Wir machen Druck für eine soziale Politik. Und das nicht nur im Wahlkampf. Die Linke. 100% sozial. 100%-prozent-sozial.de. Die junge Frau trägt jetzt einen Ritterhelm. Am 22. September die Linke wählen.